geht um das Leben und Sterben eines reichen Jedermanns, der auf dem Zenit seines Erfolgs vom Tod geholt wird. Der Jedermann will nicht gehen, verhandelt noch mit dem Tod über sein Sterben und merkt dann aber am Ende, er ist wirklich allein. Es steht keiner bei ihm, er wird allein sterben müssen. Nur seine Werke, die er vollbracht hat im Leben und der Glaube an etwas, retten ihn im Prinzip vor dem Teufel. Man kommt mit nichts und man geht mit nichts. Das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und das wirst du auch noch in 500 Jahren spielen, weil es wieder zusammenbringt und wieder klar macht, worum es eigentlich geht. Um Liebe, um Glaube, um ein Aufeinander zugehen.